Guten Tag, liebe hilfsbedürftige Schüler. Nun beweisen wir euch die Gültigkeit des Satzes des Pythagoras anhand des Zerlegungsbeweises. Der Satz des Pythagoras lautet bekanntlich a² plus b² gleich c². Folgendes Wissen muss gegeben sein: den Satz des Pythagoras zu verstehen und am rechtwinkligen Dreieck die Katheten und die Hypotenuse bestimmen zu können. Die Materialien, die wir verwendet haben, sind 4 gleiche rechtwinklige Dreiecke und ein Quadrat mit den Seitenlängen von a und b. Um das c-Quadrat darzustellen, werden die Dreiecke so in das Quadrat gelegt. Um das a und das b-Quadrat zu veranschaulichen, werden die Dreiecke so in das Quadrat gelegt. Vergleicht man nun die Flächeninhalte der beiden Quadrate, erkennt man, dass es keinen Unterschied gibt. Damit ist der Satz des Pythagoras bewiesen.